Mein Name ist Rüdiger Schröder. Ich bin seit 8 Jahren in Indien und seit 6 Jahren für die Firma Kercher, die in Neu-Delhi jetzt sitzt. Wir haben 300 Mitarbeiter, 13 Niederlassungen und verkaufen die Produkte, die überall in der Welt hergestellt werden, in Indien, an Konsumenten, sprich an B2C und B2B. Also ich glaube, in allen Bereichen, so auch in unserem Bereich, besteht in Indien in der Zukunft ein ganz erhebliches Wachstumspotenzial. Der indische Markt ist momentan, hat immer noch den Status eines Entwicklungslandes, was so langsam sich weiterentwickelt. Das heißt, in vielen Bereichen sind die vollen Potenziale noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Und auch in unserem Bereich, im Bereich von Reinigungsmaschinen, sind wir erst am Anfang. Das heißt, wir sehen für die Zukunft ein starkes Umsatzwachstum und müssen uns entsprechend in Indien danach ausrichten und aufstellen. Abwarten ist sicherlich in dem momentanen Entwicklungsstadium von Indien wäre falsch. Das heißt, man muss jetzt für die Zukunft investieren. Wir wissen alle, in Indien dauert alles immer etwas länger. Und insofern muss man rechtzeitig anfangen, die Weichen entsprechend zu stellen. Die Reformen, die Modi jetzt ankündigt und ankündigen wird, sind sicherlich positiv zu sehen. Aber wie in Indien immer, ist nicht alles, was angekündigt wird, wird auch so entsprechend umgesetzt. Das heißt, wir müssen abwarten, ob alles, was angekündigt wird, dann auch mittelfristig umgesetzt wird. Indien ist halt ein Kontinent und für die meisten Firmen gilt sicherlich, dass sie in ganz Indien aktiv sein müssen, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, man muss zu Anfang langen Atem haben, investieren für die Zukunft. Man hat sicherlich auch Fehlschläge, die man einstecken muss, aber wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, dann glaube ich, kann man das alles gut verdauen, denn wer es einigermaßen richtig macht, der muss in Indien immer zweistellig wachsen, auch in den nächsten Jahren. So sehe ich das eigentlich für fast alle Bereiche. Wir haben als Firma eigentlich weltweit, verkaufen wir unsere Produkte zu einem Großteil über Händler. In Indien gibt es diese Händler nicht. Das heißt, wir haben dort von Anfang an auf unseren eigenen Vertrieb gebaut. Das heißt, wir haben unsere eigene Niederlassung angefangen aufzubauen, haben jetzt 13 Niederlassungen in ganz Indien und werden in Zukunft auch noch weitere haben. Das heißt, die Erfahrung, die andere in anderen Ländern machen, dass man überall Händler findet, die die Produkte gerne verkaufen wollen, das ist in Indien nicht so. Und das ist, glaube ich, auch in vielen Bereichen, dass die Vertriebsstrukturen andere sind als in etablierten Märkten.